Die Firma Worm Audio gibt es schon länger auf dem Markt. Sie hat jetzt einen Ableger gegründet mit dem Namen 512 Audio. Wahrscheinlich eher die englische Aussprache, also 512 Audio. Diese Marke richtet sich speziell an Creator, also an Gamer, die zum Beispiel auf Twitch streamen oder an YouTuber wie mich, die ein Mikrofon brauchen. Wenn man sich mal aktuell auf dem Markt umschaut von Mikrofonen, sieht man, dass in letzter Zeit relativ viele dynamische Mikrofone veröffentlicht wurden im Broadcaster-Style. Also im Prinzip das, was jetzt auch vor mir steht, einmal hier oben das SM7B und das 512 Audio Limelight. Der Vergleich ist jetzt zugegeben ein bisschen unfair, da beide Mikrofone in verschiedenen Preisklassen spielen. Natürlich sind das beides dynamische Mikrofone, sie haben aber auch den ähnlichen Einsatzzweck, nämlich Broadcast-Mikrofone. Jetzt würde ich doch mal ein paar Dinge miteinander vergleichen, wenn ich diese Mikrofone einfach schon vor mir habe. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal beim Shure SM7B an den Stand hauen, also an den hier oben zum Beispiel die Aufhängung. Und ihr könnt beurteilen, was ihr hört oder was ihr nicht hört. Das gleiche mache ich jetzt mal ein bisschen weiter oben. Und jetzt würde ich das gleiche mal hier beim Limelight machen. Also ich höre es ja jetzt aktuell nicht, ich habe keinen Monitor auf, aber ich sehe die Ausschläge auf meinem Audacity Stream. Das sieht schon erschreckend unterschiedlich aus. Ja, also man merkt sehr deutlich, dass das SM7B deutlich besser dafür geeignet ist, solche Stöße zu absorbieren und gar nicht auf die Aufnahme oder nur sehr gedämpft auf die Aufnahme zu lassen. Ich würde jetzt auch mal auf meinem Tisch schauen, allerdings ist da wahrscheinlich das Limelight in der schlechteren Position, weil das auf so einem kleinen Tischstand steht und eben nicht an einem Arm hängt. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal und wir schauen mal, was bei den Mikrofonen ankommt. Aua, ja okay. Also das ist dann wirklich ein krasser Unterschied. Ich hau nochmal an eine andere Kante. Und jetzt haue ich nochmal auf den Mikrofonarm vom SM7B. Da kommt fast gar nichts an. Ja, okay, also das ist ziemlich eindeutig, dass hier das SM7B einen besseren Job macht. Wie sieht es aber aus, gerade als Gamer zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit in die Tasten haue, während ich eine Aufnahme mache? Können wir auch mal testen. Ich mache mal das Notepad auf. Und während ich spreche, haue ich mal so ein bisschen in die Tasten und die Mikrofone sind zur Tastatur ziemlich ähnlich oder gleich angeordnet, also das sollte ein vergleichbares Ergebnis sein. Ich würde jetzt auch die Lautstärke bei beiden so erhöhen, dass das einen fairen Vergleich ergibt. So, jetzt nochmal Tastatur hauen, ohne dass ich spreche. Und während ich spreche, haue ich mal so ein bisschen in die Tasten und die Mikrofone sind zur Tastatur ziemlich ähnlich oder gleich angeordnet, also das sollte ein vergleichbares Ergebnis sein. Ich würde jetzt auch die Lautstärke bei beiden so erhöhen, dass das einen fairen Vergleich ergibt. So, jetzt nochmal Tastatur hauen, ohne dass ich spreche. Beim Schneiden ist mir gerade aufgefallen, wie ich ja schon angemerkt hatte eigentlich, dass der Vergleich ziemlich unfair ist, da ja das SM7B am Mikrofonarm hängt und dadurch die Erschütterungen von meinem Schreibtisch gar nicht so sehr auf die Aufnahme kommen, weil der Weg einfach weiter ist und vielleicht auch der Mikrofonarm schon ein bisschen das Ganze abfedert. Der ist am Tisch montiert und um den Vergleich jetzt nochmal fair zu machen, habe ich jetzt auch nochmal das Limelight an den Mikrofonarm geklemmt. Großes Problem ist hier, das Limelight ist viel zu leicht für meinen PSA 1 Mikrofonarm. Der ist nicht dafür gedacht, Mikrofone unter 700 Gramm zu befestigen und dementsprechend muss ich den jetzt manuell festhalten, damit er nicht nach oben wegschnellt. Trotzdem, ich halte den jetzt einfach mal fest und würde jetzt einfach mal den Mikrofon bzw. den Tastaturtest wiederholen. Ich tippe jetzt in mein Notepad, während ich jetzt hier einfach spreche und ihr könnt dann hören, wie sich das anhört und ich bin jetzt auch mal wieder leise und tippe weiter.
Wenn wir jetzt schon das Mikrofon am Mikrofonarm haben, würde ich auch mal auf den Mikrofonarm draufhauen und wir hören, was dann auf der Aufnahme landet. Okay, das ist gruselig. Es landet auch wieder alles in der Aufnahme. Und jetzt haue ich auch noch mal auf den Tisch. Also die Ausschläge sind schon ziemlich deutlich bei Audacity. Und wenn ich jetzt mir so anschaue, was bei Audacity ankommt, würde ich auch denken, da hat das SM7B auch die Nase ein bisschen vorn. Kommen wir aber zur Verarbeitungsqualität. Und direkt beim Auspacken merkt man bei dem 512 Limelight direkt, dass es deutlich leichter ist als das SM7B. Wie gesagt, der Vergleich ist nicht ganz fair, das SM7B ist auch deutlich teurer. Ich gehe mal mit meiner Hand an der Konstruktion entlang und ihr könnt mal hören, wie sich das Material anhört. Ich glaube, da bekommt man schon einen Eindruck. Beim SM7B kann ich das gleich auch mal machen. Ja, da hat man einen Vergleich von den Materialien. Die Materialien machen beim Limelight einen deutlich günstigeren Eindruck. Ist aber trotzdem immer noch eine sehr, sehr stabile Konstruktion. Mikrofone haben auch gerne mal Probleme mit Plosivlauten. Jetzt können wir mal ausprobieren, wie die beiden Mikrofone das wegstecken. Also ich fange mal mit ein paar Wörtern mit Plosiven an und wir schauen mal, wie die Mikrofone damit umgehen. Puppe, Pappe, Pater, Puter, Tüte, Tote, Täter, Kette, Kutte, Kuppe, Kappe, Kippe. Puppe, Pappe, Pater, Puter, Tüte, Tote, Täter, Kette, Kutte, Kuppe, Kappe, Kippe. In der Kategorie fällt es mir schwer, einen Sieger auszumachen. Ich finde, da können beide gut mithalten. Was dir wahrscheinlich während der Aufnahme jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass das Limelight sehr basslastig ist. Das finde ich ist so ein bisschen Geschmackssache. Mir persönlich hat das nicht so gut gefallen. Da gefällt mir der Ton des SM7B besser. Das ist aber abhängig erstens von deiner Geschmacksrichtung und natürlich auch von deiner Stimme. Wenn du ein Mikrofon möchtest, das den Bass hervorhebt, dann wäre zum Beispiel das Limelight das Richtige für dich. Natürlich kann ich das in der Nachbearbeitung auch noch mit dem EQ korrigieren. Also kommen wir jetzt mal zum Fazit und ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was mir an dem Mikrofon gefallen hat und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Weniger gut gefallen hat mir die ganze Geschichte mit den Stößen. Das hat man ja auf den Aufnahmen sehr deutlich auch gehört, dass diese nicht absorbiert werden. Man hat ja hier auch keine zusätzliche Spinne, die das Mikrofon nochmal davor schützen würden. Der basslastige Ton ist jetzt auch nicht so meins, aber das lässt sich mit dem EQ am Ende ja nochmal rausfiltern. Das ist also nicht wirklich ein Problem, das man im Alltag mit dem Mikrofon haben wird, wenn man weiß, welche EQ-Settings man für seine Stimme benutzen muss. Gut gefallen wiederum hat mir aber die Absorption von Nebengeräuschen. Tippe ich zum Beispiel auf der Tastatur, werden diese Geräusche nur sehr schwach in der Aufnahme erscheinen und vor allem nicht störend. Zudem hört ihr mich die ganze Zeit in einem nicht schallbehandelten Raum mit miserabler Akustik. Trotzdem klingt das mit einem dynamischen Mikrofon in Ordnung. Auch hier hat das Limelight seine Vorteile. Ich habe ja vorhin auch den Vergleich mit dem SM7B gemacht und bei dem Limelight ist es halt so, dass es schon ziemlich stark verstärkt werden muss, aber lange nicht so stark wie das SM7B. Bei der aktuellen Aufnahme habe ich meinen Pegel zwar voll aufgedreht, kann damit aber sehr gute Aufnahmen produzieren. Ich benutze für diese Aufnahme ein Moto M2 Interface. Ein Fathead oder ähnliches brauche ich jetzt nicht für dieses Mikrofon. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst und wenn du dich für das Mikrofon interessierst, schau doch mal in die Videobeschreibung, dort findest du meinen Affiliate-Link.